Herzlich willkommen zu einem weiteren Video nach langer Zeit. Ich bin mal wieder hier und zeige euch heute was Kleines in einem ziemlich kleinen Video, aber ich dachte mir, das reicht trotzdem als Stoff für ein ganzes Video. Vor allem, da müsst ihr euch nicht ganz viel angucken. Gut, gibt es nicht viel zu erzählen. Ich werde euch heute einfach zeigen, wie ihr ein Item unzerstörbar machen könnt, ohne irgendwelche Achievements drauf zu hauen, wie zum Beispiel Unbreaking oder sowas. Wie zum Beispiel, wenn man auf MyPlex ist und beim Item steht irgendwie so unzerstörbar oder so. Das heißt, man braucht eben nicht die Durability oder so wieder setzen, denn das hat unendlich viel. So, und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder gleich nach der Intro. Bis dann. So, ich habe hier schon ein klein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein kleines Respawn-Event gemacht, denn ich dachte mir, man könnte das richtig gut zeigen, also man könnte das einigermaßen gut zeigen, indem man das bei Respawn-Items macht. Das heißt, wenn man respawnt, dann bekommt man eine Lederrüstung und Scheißen, dann bekommt man Lederrüstung und ein Schwert, welches dann einfach unzerstörbar sind, weil die Mission ja nicht kaputt gehen, das ergibt nicht viel Sinn. Und ja, das heißt, ich habe das Ganze schon vorbereitet. Ich kann eben schnell durchlaufen, hier mal kurz meine einzelnen Sachen hier zeigen. Aber da ist ja eh nichts Besonderes, das sind einfach nur ein paar Standard-Sachen. Ja, und zwar werden wir jetzt einfach diese fünf Sachen hier, werden wir jetzt unbreakable machen. Ihr könnt das natürlich mit allen möglichen Sachen machen, die ihr wollt, außer vielleicht mit Sachen, die eh keine Durability haben. Da weiß ich nicht, was dann passiert. Und dafür mache ich jetzt einfach eine eigene Methode. Also ihr könnt das natürlich direkt dann machen oder ihr macht euch eine komplette API dafür und sowas. Ja, ist es eure Sache, wie ihr das gerne machen wollt. Ich nenne das Ganze mal Set Unbreakable. Ich mache mal gerne die Titel auf Englisch, das ist für mich normal. Und tue jetzt hier ein Item Stack rein. Item, so. Und zwar, damit wir das Item einfach reintun können. Und dann brauchen wir ein neues Item Stack. Allerdings brauchen wir dieses nicht für ein normales Org.Bucket.Inventory. Das benutzen wir hier, sondern eins vom Pakettyp. Und zwar hier das vom net.minecraft.server. Das könnt ihr einfach hier dann so stehen lassen, dann müsst ihr es gar nicht richtig importieren. Das geht eh jetzt momentan schlecht. Und ja. So, und zwar nenne ich das einfach mal Stick. Gleich. Und dann müsst ihr dieses normale Item Stack von Bucket müsst ihr zu einem Minecraft Item Stack umändern, sozusagen. Also ihr müsst das importieren, sozusagen, sage ich mal. Und dafür macht ihr einfach Craft Item Stack. Ist ein NMS-Copy und packt ihn hier das Item rein. Dann braucht er einen MBT-Tag, Compound, und den einen ganz normalen leeren. Könnt ihr hierfür nehmen. Halt. MBT-Tag, Compound, so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich rate mal, wenn man jetzt schon ein Display in dem gesetzt hat, dann wird das hier durchweg gemacht. Das heißt, am besten das immer als allererstes machen und danach erst irgendwelche Item Meter setzen, wenn ich das richtig sehe. Ja, und dann macht ihr tag.setBoolean auf unbreakable auf true und dann könnt ihr stack.setTag auf Tag. So, und dann macht er einfach Item gleich Craft Item Stack put S Craft Mirror Stack. Oder? Ja, eigentlich meine ich schon. Eigentlich müsste das so richtig sein, wenn ich das richtig gerade sehe. Jetzt könnt ihr natürlich noch eben die ganzen Items hier auf Unbreakable besetzen. Wenn noch irgendein Fehler drin ist, dann sehen wir es ja gleich und dann könnt ihr das direkt mitfixen. Das ist ja kein langes Video, deswegen sollte es nicht eigentlich so ganz so schlimm werden. Deswegen habe ich jetzt auch nicht die Methode jetzt direkt hier vorgetestet. Ich weiß zwar, dass es funktioniert, aber mit einer anderen Methode, weil ich benutze normalerweise ein Item-Builder. Kann ich irgendwann auch mal eines zur Verfügung stellen, wenn ihr keinen eigenen habt. Und dann exportiere ich das Ganze natürlich. Respawn Items, so. Ja, nenne ich das jetzt einfach mal.
Bucket Test Server Tutorial. Starten wir das Ganze. Eben war ein bisher gestartet ist. So, er hat die beiden Hauptplugins angemacht, also einmal das Sky PvP und die Respawn Items. Sky PvP sollte jetzt eigentlich dabei nicht stören. Hier geht wie die blöd durch die Gegend tippet. Ich frage mich nur gerade warum. Pommeling aus Zigusa. Hab ich so lange schon nicht mehr aufgenommen. Ja gut, ich habe mir gar. Ja gut, ich glaube über einen Monat habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen. Slash Kill. Und jetzt habe ich ein paar neue Items, die nicht unbreakable sind. Habe ich doch einen Fehler. Wahrscheinlich den Fehler, den ich mir bereits dachte. Machen wir es ein bisschen anders. Machen wir statt Item gleich, dann machen wir Return. So. Swordlice hat unbreakable. Also mit Item Builder ist einfach um einiges einfacher. Da kann man, solche Items kann man da viel schneller machen. Kann ich nur jedem empfehlen. Muss ich echt mal ein Tutorial zu machen. Wenn es denn nicht irgendwo schon was gibt, was besser ist als das, was ich mache. Dann lasse ich das natürlich dann, wenn dann jemand fragt, dann zeige ich natürlich das. So, einmal reloaden. Ich will jetzt nicht direkt am Spawn sterben. So, habe ich die Items, sammle ich die Items gleich wieder auf. Ja, da haben wir es. Unsere Items sind schön unzerstörbar. Das heißt, wenn wir jetzt mal in Game Mode 0 gehen. Ups, Game Mode 0. Dann hier so ein bisschen in die Kuh schlagen. Dann sehen wir, dass unser Item keinen Verlust an Durability bekommt. Das heißt, ist es unzerstörbar. Und ja, das ist hier dann schon fein. Ja, ich würde gerade sagen, das war's von dem Video hier. Wenn es euch weitergeholfen hat oder wenn ihr überhaupt noch Bugs habt, sage ich erstmal, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich helfe euch dann natürlich dabei. Vielleicht ändert sich auch irgendwas. Ihr müsst gut aufpassen, dass es jetzt ganz jetzt mit versionseigenen Sachen geht. Entweder ihr benutzt Reflections, da bin ich allerdings ein schlechter Erklärer. Oder ich kann das selber ziemlich schlecht noch. Oder ihr update halt immer die Paketversion. Das heißt, wenn ihr müsst halt immer dann die neueste, also die Bucket-Version, die ihr wirklich benutzt, müsst ihr dann auch hier in eurem Properties, in eurem Java Buildbuff haben, sodass ihr auf keinen Fall hier beim Import etwas falsch macht. Könnt ihr bei jedem Versionsunterschied, kann es mal sein, dass ihr dann die alten Imports löschen müsst und die neuen hinzufügt. Ja. Könnte bei euch übrigens auch anders heißen, weil ich benutze ja auf dem Tutorial-Server noch die 1.8. Ja, ich würde mal sagen, das war's vom Video. Ich sag mal, bis denn, bis zum nächsten Video. Und ich hoffe, das dauert diesmal nicht so lange, bis zum nächsten Video. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen sehr lange, aber gut. Bis denn, tschüss.